Benjamin Brooks Dutton hat das erlebt, vor dem sich jeder Ehemann und liebende Vater fürchtet. Er verlor seine Ehefrau. Am 10. November 2012 starb Desiree bei einem Autounfall. Ben und der zweijährige Sohn Jackson saßen in einem anderen Auto und mussten den schrecklichen Unfall mit ansehen. Die Zeit danach war unglaublich schwer. Ben musste nicht nur mit seiner eigenen Trauer fertig werden, sondern sich auch um den kleinen Jackson kümmern. Doch genau er half ihm, mit dem großen Verlust klarzukommen. In seinem Buch It's Not Raining, Daddy, It's Happy beschreibt er eine Szene, in der er weinend auf dem Sofa zusammenbrach und sich plötzlich zwei kleine Hände auf sein Gesicht legten und ihm die Tränen wegwischten. Es war sein Sohn Jackson, der seinem Daddy helfen wollte. Mit seinem Blog lifeasawidower.com und einer Spendenseite zugunsten von Kindern, die ihre Eltern verloren haben, versucht Ben, diese Hilfe jetzt weiterzugeben. Denn er hat es geschafft, sein eigenes Leben nach dem Tod seiner großen Liebe wieder lebenswert zu machen. Für sich selbst und den kleinen Jackson.